Und hier ist auf einmal ein zweiter Part, einfach so aus dem Nichts. Ja, ich habe jetzt also bis Stern 63 habe ich alles jetzt im Kopf, wie du es machen könntest. Ja, liegt jetzt an dir, ne? Ich könnte Gott, ey. Bist du unfähig? Der ist zu unfähig, der ist einfach zu glitschig. Was sich der Bob Omter wohl gerade denkt. Mach es mal ganz in Ruhe. Nicht überhastet, du hast ja Zeit. Aber will er mich verarschen? Also mit Ruhe geht es auch nicht. Also Slow Motion, bis dahin sind die Blöcke weg. Jetzt macht er einfach Long Jump. Ja, hätte aber geklappt, hätte geklappt. Wenn du ein bisschen besser zielst, dann wärst du genau auf den Kisten. An sich sind die roten Münzen hier total einfach. Warte mal, wo gibt's eigentlich noch einfach Sterne zu sammeln? Ich hab's aber immerhin mit dem Springen verstanden, wann der wie springt. Immerhin. Das immerhin. So, komm. Hast du ja Zeit, hast Zeit. Und jetzt spring. Wenn du am Ende bist. Muss noch ein bisschen warten. Jetzt. Boah, sehr schön. Jetzt bist du da. Jetzt hast du ja da auch schon mal den Stern. Ach ja, die Kisten verletzen dich. Da musst du da hoch und dann hast du die letzten beiden. Jetzt musst du warten, bis das Schiff wieder ausgleicht, damit du hochkommst. Jetzt könntest du. Jetzt nicht mehr. Ach ja, die letzte Hürde ist die schlimmste. Na! WTF? Was du einfach machen könntest, du könntest so ein Rückwärtssalto machen. Mit Rückwärtssalto könntest du einfach hochkommen. Wie mache ich denn Rückwärtssalto? Du gehst entgegengesetzt davon, drehst dich um und springst du dann. Er muss auch in Bewegung sein. Der springt doch nur rückwärts. Nein, du sollst in die entgegengesetzte Richtung gehen, dich dann umdrehen und dann springen. Ah. Guck mal, was ich alles weiß. Na, hol ihn dir! Dabei! Oh Mann, ey. Das ist einfach nur Fail. So, in die Welt gehe ich auf jeden Fall nicht mehr zurück. Keine 100 Münzen, es sei denn, wir benötigen sie unbedingt. Aber ich glaube nicht. So, dann sind wir in den unteren Welten komplett fertig soweit. Ja, willst du in die oberen Welten gehen oder in die unteren? Wir gehen mal... nein, da will ich doch gar nicht rein. Geh mal runter in den Keller. Du willst wieder in den Keller? Ne, zuerst gehen wir zu den Geistern. Bei den Geistern kenne ich mich nicht mehr aus. Tust du nicht? Da ist mein Kontingent jetzt ausgeschöpft, bei 3 Sternen. Mehr habe ich da auch niemals geholt, weil, keine Ahnung, den 4. habe ich irgendwie nie geschnallt. Und der Rest, keine Ahnung. Na gut, obwohl, man hat mir sagen lassen, dass sie total einfach zu sammeln sind. Links. Ja, kennst du die auch noch? Was war denn das nochmal für eine? Wonach sieht's denn aus? Wasser. Öffne die Truhen. Ach, war das, finde ich, hier, wo ich das U-Boot manipuliert genau. hatte? Genau. Öffne die Truhen, das ist eine sehr lustige Mission, die kann man jetzt aber ganz einfach machen. Du kennst ja das Prinzip, da unten sind 4 Truhen. Ah. Und tu mir einen Gefallen und geh in den Wirbelstrom nicht rein. Nein! Öffne die Truhe.
Nicht in den Wirbelsturm, öffne die Truhe! Warum öffnet er die nicht? Du musst in deren Richtung gucken. Na egal, ich glaube, es ist eh nicht die erste. Ich glaube, man konnte kurz reingucken, was in der Kiste alles drin ist. Gut, das ist nicht die erste. Das ist auch nicht die erste gewesen, oder? Nee. Du kannst ja kurz nach oben schwimmen und Luft tanken. Oder nimmst du die Sterne? Ja, oben schwimmen wäre eventuell besser. Das ist der weiße Hai. Der tut mir aber nichts. Meinst du? Ja. Warum so sicher? Weil er schon so verkrüppelt aussah. Also wir wissen, welche Truhen falsch sind. Dann kannst du die oder die andere da. Einer von den beiden müsste die erste Truhe sein. Na! Okay, die auch nicht. Okay. Dann ist die jetzt links. Die da. Juppes. So, und jetzt? Jetzt geht's. Ich glaube, die hier oben ist die letzte. Zu der da. Warum gerade die? Keine Ahnung, habe ich so ein Gefühl. Hm, wie er recht hat. Okay, kannst du ja die da oben gucken? Einfach mal so. Aber du hast die letzte, also vertraue ich dir jetzt einfach mal. Schwimm! Hm. Ob das Vertrauen belohnt wird? Na los! Schwimm ran! Tatsächlich. Ja, dann weißt du jetzt, welche Truhe du jetzt machen musst, ne? Was macht der Wirbelsturm denn mit mir? Der haut dich aus dem Level raus. What the fuck? Und nee, Quatsch, er macht dich Instant Death. So war das. Geh ran an die Kiste! Sag mal! Nein! Ich glaube, der Stern wird auch noch richtig fies platziert. Nee, doch nicht. Gar nicht so einfach, dieser Stern. Oh, ein Glück. So, gehst du nochmal rein. Ich habe noch einen recht einfachen Stern da für dich. Und zwar schwimmst du hier dahin, wo das U-Boot war. Springe zu den roten Münzen. Na, das machen wir dann natürlich, machen wir das nicht. Erstens, weil die Mission richtig arschig ist und zweitens, weil ich deine Nerven kenne. Also wenn ich dir von der Mission erzählen würde, würdest du denken, das ist unmöglich. Was denn? Was muss man denn machen? Du bist auf einer Plattform über Wasser mit sich bewegenden Teilen, wo du dich dranhängen musst und im richtigen Moment zu den roten Münzen springen musst. Mhm. Und davon mehrere. Das macht so viel Spaß, das habe ich nicht einmal ausprobiert. Du siehst ja diese komischen Ringe, die so langsam aufsteigen, ne? Ja. Stell dich mal in die Mitte davon, so relativ weit unten. Oder ja, obwohl, du brauchst ein bisschen Luft dafür. Du musst einfach nur 5 Ringe gleichzeitig durchschwimmt haben. Deswegen bleibst du einfach so stehen und dann hast du sie bald. Luft tanken? Oder vielleicht schaffst du es ja. 2, 3. Du brauchst 5, glaube ich. 4, jetzt die letzte. Und da hast du einen Stern. Jetzt die Frage, wie kommt man da ran, ne? Nee? Geh ran! Na, ich tauche eben erstmal auf, um Luft zu holen. Wie kommt man da ran? Was meinst du? Da ist irgendwo ein Schalter oder sowas. Narb? Oder ich muss mir wieder diese Mütze holen. Genau. Wo haben wir die denn? Hinter dir. Na, da. Weißt Bescheid, machst einen Long Jump und dann tauchst du langsam da runter, ne?
Dann haben wir 59 Sterne, dann haben wir eine Welt auch erstmal genug gemacht. Was kommt dann für eine Welt? Keine Ahnung. Auf geht's! Ich könnte dir ja die neuen Welten nochmal empfehlen. Na, gehen wir da gleich hin. Zum Beispiel das Uhrwerk. So, was soll ich da jetzt nochmal rein, oder was? Nein. Okay. Da haben wir erstmal genug gemacht. So, 60. Also laut meiner Vermutung brauchst du noch 11. Laut meiner Vermutung. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber im Endeffekt brauchst du 100 Sterne. Nein, nein, so viele brauchst du auch hier nicht. Wo ist denn dann der... Achso, der ist ja da im letzten Raum. Genau. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 8 Minuten. Da können wir doch einiges machen. Wenn du ganz schnell bist... Okay, so schnell bist du doch nicht. Dann kannst du dir doch was Zeit lassen. Bis 6 Uhr. Zunächst habe ich wirklich immer gedacht, dass man immer um 12 Uhr dahin springen muss. Kannst du dir vorstellen, wie lustig das war? Hä? Du bist ein bisschen zu spät reingesprungen. Man sollte quasi, Warum ist es denn so flutschig? Du solltest quasi reinspringen, kurz bevor der Große bei 12 ist, damit du exakt im 12 drinne bist. Kannst ja dann, ja, warten, bis er bei 3 ist, ne? No. Na. Ah. Ich glaube, du wirst mich richtig hassen dafür, dass ich das angetan habe. Oh, ich habe hier ein 20-Cent-Stück von 2010, der glänzt schön. Oh, Scheiße. Wir gehen in die Regenbogenwelt. Willst du es wirklich mit der Regenbogenwelt antun? Ja. Die ist doch nicht so schwer. Du wirst mehr abgehen da als beim Uhrwerk. Aber ganz ehrlich, das ist ja das, was ich indirekt sehen wollte. Also geh ruhig rein. So, auf dem Teppich stehen bleiben. Na, das kann aber nicht so schwer sein. Doch. Vielleicht siehst du es schon im Hintergrund. Da hinten ist ein bisschen Wellen. Das sind ein paar Wellen. Ducken. Wie soll man sich denn ducken? Mario kann sich ducken. Wie duckt er sich denn? Der kann sich ducken. Lol, das gibt's nicht. Den benutze ich jedes Mal, den Knopf. Ducken. Wie ducken? Das gibt's nicht, ey. Ärgerlich. So viel zum Thema, die Welt, die soll besser sein, naja. Ah, die ist auch einfach. Pass auf, jetzt mache ich in einen Durchgang durch, pass auf. So, was du. Erster Fail. Und bleibst dran hängen. What, what? Was? Der hat mich verarscht! Der war so lange da, bis ich gesprungen bin. Ja, so viel zum Thema, die mache ich jetzt in einen durch. Der hat mich aber verarscht, du hast es gesehen, der war noch down, als ich gesprungen bin, war der weg. Nein. Der hat mich voll verarscht. Kackteppich, Alter, ich bin nicht Aladdin oder was? Ja.
das Mist. Hauptsache, ich habe ihn einen durch, ich bleib beim ersten Hindernis total hängen. Na, der Teppich ist auf einmal verschwunden. Ja, der verschwindet, wenn du 3 Sekunden nicht auf ihn drauf bist. Er duckt sich schon mal vor. Stell dir vor, es hilft nicht. What the fuck? Oh, musst du doch springen. Oh, ich dachte, du triffst es genau. Ja, wo musst du eigentlich rüber? Musst du da hin oder musst du da hin? Ich weiß nicht. What the? Ich glaube, du bist gerade auf der schweren Route, aber naja, macht ja nichts. Kannst du ruhig drauf gehen. Ist ja nicht so schlimm. Naja. Wird noch schlimmer. Wird noch schlimmer. Ich würde die Kamera drehen. Na gut, da kommt nicht mehr so viel. Da ist noch hier was. Und dann ist noch da was. Erstmal auf den Teppich wieder, bevor er verschwindet. Jetzt da hoch, macht die Kiste kaputt. Oder muss er. Ja, okay, muss er nicht kaputt machen. Jetzt geht es nämlich schnell wieder auf den Teppich, bevor er verschwindet. Ja, das macht schon mal gut. Und dann. Ja, und dann. Ja, auf einen der anderen. Auf einen von denen. Irgendeinen. Okay. Ganz ruhig bleiben. Jetzt geht's weiter. Ich würde die Kamera drehen. Ich sehe nichts! Warum die Kamera? Ah, jetzt. Gut. Warte mal, lass mich mal nachdenken. What? Ja. Ja. No! No! Was machst du? Was machst du? Spring! Jawohl. No! Ja, oh, guck mal, weißt du, wo du bist? Am Anfang? Ja. Nein! Nein! Ich wusste, dass die Welt dir gefallen wird. Oh, weil ich nicht gesehen hab! Komm, dafür kannst du Mara verbrennen lassen. Stirb, Motherfucker! Mann, du Zerrichter! Willst du dieselbe Route nochmal probieren, nein! Oder? Nein! Ja, herrlich ist das, ey. Das ist richtig amüsant. Soll ich was verraten? Was? Du könntest ja jetzt schon zu Bowser gehen. Wie bitte? Willst du mich gerade verarschen? Vielleicht. Also sagen wir mal so, durch die Tür kommst du. Arschloch. Ein Arschloch. Oh ja, das bin ich. Jetzt kannst du ja wirklich abkuckeln lassen, wenn ihr. Wie gesagt, durch die Tür kommst du. Aber bringt mir das denn was? Das weiß ich nicht. Du kommst auf jeden Fall durch die Tür durch. Auch wenn du 70 Sterne brauchst. Wie wär's, wenn du dich mit ihm drehst? Wow. Akrobatisch. Hier sind, glaube ich, die roten Münzen. Ja, hier sind die roten Münzen. Hast du Lust und Laune? Oder willst du gucken, ob du zu Bowser gehen kannst? Und ich dich dann doch verarscht habe. Ja, der war ganz geil. Hm? Willst du es ausprobieren? Was? Zu Bowser? Ja. Also an dem tue ich nicht. Durch die Tür kommst du. Da können wir auch direkt mal sehen, wie viele Sterne du eigentlich brauchst. So Leute, dann gucken wir nochmal eben nach, weil dann endet da auch der letzte Part. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was reißen können bei Bowser.
Oder sind einfach nur gnadenlos verarscht worden? Das ist natürlich auch möglich, ne? Also mal gucken, wie viele Steine brauchst du? Ja, habe ich ja gesagt, 70. Endloses Vergnügen steht da drauf. Viel Spaß. Weißt du was? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Jetzt dreh dich mal um. Strange? Ich schaff das. Es gibt einen Trick, wie man das wirklich schaffen kann. Und wie? Den kenne ich nicht. Den kennt nur Alligator 1024. Irgendwie musst du diesen Dingenssprung rückwärts machen. Okay, wie war das noch? In die entgegengesetzte Richtung laufen, ne? Was war das gerade? Nee, so meinte ich das nicht. Den Long Jump musst du rückwärts ausführen. Lol? Wie soll ich das da machen? Frag mich nicht. Und das ziemlich oft. Dass du nach hinten geschossen wirst. Also warte. Ja, rückwärts, ne? Du machst es ja vorwärts. Also rückwärts musst du aber trotzdem irgendwie nach vorne springst, das ist total sinnlos. Ja, das ging in eine gute Richtung. Wie soll man denn einen Long Jump rückwärts machen? Das war auch eine gute Richtung, da musst du es weitermachen. Ja, und dann immer weiter. Na, warte. Frag mich nicht, wie es geht, ich weiß es nicht so ganz. Mal gucken, ob ich noch ein paar Comments bekommen habe. Naja, okay Leute, dann endet das hier. Ja, der nächste. Und dann versuchen wir das später nochmal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.